Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Apex Bull und wir spielen wieder Europa Universalis als Granada. Wir befinden uns im Jahr 1647 und haben in den letzten Folgen ganz gut Fortschritte gemacht. Wir haben eigentlich schon die Hälfte der Iberischen Halbinsel eingenommen, brauchen noch die andere Hälfte für dieses Achievement. Kurzes Update, wir haben hier noch einen Waffenstillstand mit Castille bis 1649. Also noch 2 Jahre. Relativ viele Rebellen hier bei unserer Hauptstadt in der Nähe. Aus dem Grund, weil wir gerade im Krieg mit Portugal waren und hier im Süden noch ein bisschen was genommen haben. Also in Afrika haben wir den ein paar Provinzen abgeluchst. Ja, ansonsten war mein Plan eigentlich der, weil wir jetzt ziemlich viel Kohle haben, mal die Handelszentren abzugraden. Das ist nämlich ziemlich cool. Wir wollen ein bisschen unser Einkommen erhöhen. Hier, zack, zack, alles was in Sevilla ist derweil. Und es geht sich eigentlich noch aus, dass wir hier schön auf ein Handelszentrum Level 3 gehen. Na, schauen wir mal, hier ist die Trade Power 64, ist sie 13. Wir werden mal hier upgraden, so. Und können hier eigentlich auch noch. Allerdings, 13, 13, wäre es mir hier lieber, wobei wir jetzt hier schon geklickt haben, was auch besser ist. Wir werden dieses hier noch upgraden. Sollte uns auf jeden Fall ein paar Dukaten mehr bescheren, ansonsten könnten wir, wenn wir das schon zu einem Start gemacht haben, weiß ich nicht, wobei das unter Belagerung ist, hier auch. Hier könnten wir vielleicht noch einen Klick machen. Nein, ist noch kein Start. Naja, apropos Start, wir wollten, weil uns das die Ottomanen hier gegeben haben, kurz raustappen, sorry. Ach, passt. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich auf den Record-Button gedrückt habe, aber habe ich. Gut, also hier wollten wir noch einen Start ausmachen. Wir zahlen schnell die Admin-Punkte, das dürfte nicht viel sein, bringt uns aber ein bisschen was und können hier, sind alles Küstenprovinzen, also würde ich das ganz gerne hier diesem Orden geben, Aizaba, wie auch immer man das ausspricht, gibt uns auf jeden Fall in jeder Provinz einmal Base Manpower, ziemlich cool. Ah, des Weiteren werden wir jetzt warten, bis unsere Truppen hier endlich im Norden angekommen sind und wir uns den Rebellen stellen können. Wir hoffen mal, das fällt jetzt nicht. Nein, tut es nicht, sehr gut. So, hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay. Und wir schlagen die Rebellen eigentlich mit absoluter Leichtigkeit. Sehr nice. Ansonsten können wir hier noch schauen, ob es irgendwelche ganz lohnenswerten, oh ja, Gebäude gibt. Die gibt es auf jeden Fall. Ja, wir lassen es mal dabei. Hier der zweite Rebellen-Stack wurde auch vernichtet, sehr gut. Wir wollen das Prestige. Gehen dann wieder Richtung Legalism. Das passt schon so. Und warten jetzt mal drauf, dass unsere Feinde hier nicht mehr in den Waffenstillstand mit uns sind. Hier, wir nehmen die Korruption, wir können es uns da leisten, dagegen anzukommen und kriegen hier ein positives Event, sehr nice. Was ich noch schauen wollte, wir haben hier noch 2 Slots frei für irgendwelche Bündnisse. Eigentlich ganz cool. Dänemark, Dänemark ist jetzt Werden. Und Mecklenburg. Schweden ist komplett von Werden und Mecklenburg zurückgedrängt worden. Das ist, wie gesagt, diese Kampagne ist ein bisschen eigenartig, was die Länder angeht. Ja, kannst du ruhig Krieg führen gegen, wenn ihr wollt. Das ist mir wurscht, geht's durch mein Land. Mailand vielleicht. Mit wem ist denn Mailand verbündet? Wen mag Mailand nicht? Neapel. Wir mögen Neapel ja auch nicht. Ansonsten, wo haben sie Ansprüche? Hier, Venedig-Gegend.
Venedig ist relativ groß unter Anführungszeichen und hat viele Truppen und hat Rom. Aha, wie gesagt, die Kampagne ist einfach nur weird. Mit wem ist Venedig verbündet mit uns? Oh. Ja, wir werden Mailand trotzdem als Verbündeten mitnehmen. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, wenn man sich unsere aggressive Expansion hier ansieht. Na, Sekunde. Wir wollen eigentlich keinen Merkantilismus verlieren. Nein. Klicks sind übrigens noch lange hin, also wegen den ganzen Punkten bei den Estates. Das dauert noch ein bisschen, bis nämlich genau 56, also 9 Jahre. Ja, ich habe ein bisschen Angst wegen der aggressiven Expansion, wie man sieht. 50 ist so der Knackpunkt, wo sie in eine Koalition gegen uns gehen. Castille hat 388, Frankreich 150. Ja, Aragon gehört zu Castille, also die wären so oder so dabei. Britannien hat 50. Also wir müssen hier wirklich aufpassen, was passiert. Die Frage ist, was machen wir mit der Armee da unten? Sollen wir die gleich raufbringen oder lassen wir sie hier? Wir müssen eigentlich derweil gegen Portugal keinen Krieg mehr führen. Das heißt, wir sie einfach mal in die Mitte, damit sie immer verfügbar ist. Was mit der Unruhe aus? Ja. Eigentlich eher bei uns oben. Hier im Norden. Ja. Passt schon. Hier eine Idee. Brauchen wir eigentlich nicht. Würde mich lieber auf Military konzentrieren. Und wir machen hier auch den Klick für den Fokus. Haben hier ziemlich einen Vorsprung wegen der Technologie. Das heißt, wir werden uns hier auf die Quantity IDs bzw. Quantität unserer Truppen fokussieren und haben jetzt leider keinen Regenten mehr. Ach Gott, 9 Jahre ohne Regent, wunderbar. Bedeutet kein Krieg, das ist schlecht. Naja, ist halt so. Wir schauen mal, was ist hier? Ja, weniger Produktionseffizienz. Lass mal die Schiffe an. Was können wir denn da machen? Zwei können wir bauen. Unser Einkommen ist super gut. Truppen können wir einige bauen. Wir könnten den 20er-Stack ausheben. Das werden wir auch machen. Machen hier mal ein Template mit Söldnern als Infanteristen. Zwei Kavallerieeinheiten, würde ich sagen, und ja, machen wir 6 Artillerie und nochmal 2 Söldner hier. Hat einen Unterhalt von 15 Dukaten pro Monat, ist überhaupt kein Problem und kostet uns läppische 548 Dukaten. Nun ja, müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das bauen können, aber je mehr Truppen, desto mehr Eindruck schinden wir bei unseren Feinden und desto besser. Außerdem, ja, Soldaten sind immer gut, ich meine, es ist ein Strategiespiel. Hier unsere Kolonisten, wir könnten hier unten ein bisschen Land dazu gewinnen, ist aber gerade irgendwie nicht im Sinne unserer Kampagne. So, was sie komplett vergessen haben, ist natürlich unsere leichten Schiffe hier losschicken. Das darf man nicht vergessen. Wir schicken sie am besten nach Safi und bauen hier noch 2 schwere Schiffe. Was für welche sind es? Kriegsgaleonen. Sehr cool. Ja, ansonsten haben wir hier schön gekehrt, haben eine Mission erfüllt, nämlich dass wir Portugal von der Iberischen Halbinsel vertrieben haben. Was bekommen wir jetzt? Hier müssten wir entdecken. Ist auch nicht so in unserem Interesse. Und hier geht es eben darum, den Rest von der Iberischen
Halbinsel einzunehmen. Sehr cool. Auf jeden Fall werden wir hier den Klick machen. Das macht für uns jetzt wenig Unterschied. Oh. Da haben wir gleich die nächste, weil wir natürlich schon was entdeckt haben. Und was bekommen wir jetzt? Wir bekommen hier einen Haufen Ansprüche. Und sollten hier Guinea monopolisieren. Wie gesagt, alles nicht in unserem Interesse. Was ich mich jetzt die letzten paar Male gefragt habe, was ist eigentlich der große Unterschied zwischen einem Conquistador und einem General? Weil der Conquistador, das ist mir schon klar, der kann entdecken. Aber wenn ich jetzt den Conquistador hier in meinem Heimatland einsetze, sagen wir auf der Iberischen Halbinsel, bringt er mir gleich viel wie ein General oder hat er irgendwelche Mali oder was auch immer? Keine Ahnung. Und da ich es nicht weiß, werde ich den jetzt entfernen. Berichtigt es mich, wenn es fürchterlich blöd ist. Es kann nämlich sein, dass es fürchterlich blöd ist. Problem hier, wir haben hier keinen General. Aus dem Grund, weil unser Regent gestorben ist und der hier General war. Naja, unser Regency Council ist ganz gut. Es gibt uns ein paar Punkte. 8. Der nächste Regent gibt uns 10. 5, 2, 3. Ja, ist annehmbar, würde ich mal sagen. Koalition gibt es noch immer keine gegen uns, oder? Nein. Sehr gut. Okay. Janpur, da früh durch. Passt schon. Venedig ist auch im Frieden. Die Ottomanen sind auch im Frieden. Jeder ist im Frieden. Außer Böhmen. Die werden jetzt riesig, weil die besiegen gerade Brandenburg. Das macht Werden so. Nichts Interessantes. Ja, hier, das ist cool. Hier können wir die große Moschee bauen. Das bedeutet, wir werden dann ein bisschen Kohle dazu gewinnen wieder. Allerdings werden wir zuerst unsere Armee hier aufbauen. Weil wir, sobald wir wieder Krieg führen können, Krieg führen wollen. Das dauert aber eben ein bisschen und wir schauen uns jetzt hier mal die Moschee an. Jupp, das bringt sicher viel. Hier 21 Dukaten oder gut 21 Dukaten. Haben hier konvertiert, konvertieren weiter, wie gesagt. Ole ist uns dabei relativ egal. Es kosten halt die Söldner natürlich viel, dafür brauchen sie keine Manpower. Und wir haben eigentlich ein sehr hohes Maximum an Manpower, allerdings ist es momentan sehr low. Ja, wir wollen den Professionalismus, schauen wir mal, wie sieht es denn bei uns aus. Der ist mittelbeschissen, 17,54%. Ja. Wir haben viele Söldner, das sieht das Ganze ein bisschen. Ansonsten sind unsere Schiffe schon fertig? Nein, nicht. Wir brauchen noch ein bisschen. Wir werden weiter schauen, was wir hier handelstechnisch bauen können. Nicht allzu wichtig. Was wir natürlich machen können, ist hier drin. Das wäre ganz wichtig. Und wo? Hier bei uns wollen unsere Rebellen ein bisschen randalieren. Wir schicken mal mehr Truppen rauf, für den Fall, dass sie jetzt gleich spawnen. Okay, einer unserer Berater ist gestorben. Wir hätten gerne den mit. Eigentlich der Unruhe-Reduktion. Ja. Und was wir auch noch schauen werden, ist denn mit der Autonomie aus. Da können wir nämlich auch ein bisschen verändern. Eigentlich nur ein Klick. Okay, passt ja. Und hier, ganz wichtig. Zack. Wahnsinnig wertvolle Provinz. Wissen wir aber noch Korn, wird nicht allzu billig, kriegen aber 8 Punkte pro Monat. Ist in Ordnung. Hier ist unser Frieden mit Castille vorbei. Pfeifen, mit wem sind sie verbündet? Brunswick und Neapel. Ja gut.
Was nur. Wir werden denen ein Embargo reinhauen. Die können uns nämlich sonst wo. Wir werden schauen, dass wir die ein bisschen ausbluten. Oh, hier haben wir noch einen Händler. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der dürfte... Woher kommt der? Egal. Wir haben auf jeden Fall einen Händler. Wo schicken wir den denn hin vielleicht? Hier wird nicht viel abgezwackt. Wird auch viel, ja, wobei wir könnten mal schauen, was das für eine Auswirkung hat. Und Manufakturen sind gerade gespawnt. Wollen wir Geld oder 15 Prestige? Wir haben fast das Maximum an Prestige. Das bedeutet, wir wollen die Kohle. Da hier warten wir noch einen Tick ab. Jop, das war eine gute Entscheidung. Den belassen wir mal hier. Okay. Wird weiter konvertiert, unsere Kohle steigt immer weiter und wir konvertieren auch weiterhin. Bringt uns der dabei was? Eigentlich nicht, nein. Hier können wir... Oh, Manpower Recovery Speed, sehr nice. Ach, das ist ja nur, wenn es darum geht, die Armeen zu verstärken, aber das bringt sich auf jeden Fall. Ein Schluck Kaffee, den wir hier nach Andalusien importieren. Haha. So. Die Knights sind basiert. Wo ist? Ist da rechts irgendwo? Im Osten, ja. Knights, okay, dann werden wir hier mal unsere Galeeren hinschicken, sich darum kümmern, die da keine Verwüstung haben. Sirte ist in der Unistrait North, also bitte go. Gut, wie lange brauchen wir noch, bis unser lieber Regent ewig? Jesus Christus. Das wird noch ewig dauern. Hier. Zwei Inflation weniger oder ich glaube, wir nehmen hier die Autonomie. Ich will die Diplo-Punkte nicht verlieren. Und hier. Ja, nehmen wir auf jeden Fall weniger Admin-Technologiekosten. Sehr gut. Wir bekommen immer mehr Kohle und ich weiß nicht ganz, was damit anfangen. Wir werden weiter unseren Handel ausbauen dabei. Zack. Zack. Hier natürlich auch. Cool. Hier im Süden könnten wir in der Safi... Okay, hier haben wir noch nichts. Wenn ich gekort im Osten, könnten wir eigentlich dasselbe machen. Oder wirklich in Timbuktu. Wobei das, was von dort aus kommt, zu vernachlässigen ist. So, ja, das ist noch immer der gleiche, der interessiert uns dabei einfach nicht. Hier, Legitimität, wow. Bin auf 100, haben auch 100 Power Projection. Ja, awesome. Hier waren es noch 5 Jahre, glaube ich, bis wir den Klick machen konnten. Ja, richtig. Wir warten derweil einfach mal ab und schauen, was so in der Welt passiert. Die Timuriden crashen jetzt noch die Mamelucken, das war zu erwarten. Okay. Neapel und Castille betreiben einen Wissensaustausch, ist auch in Ordnung. Und ich wollte hier, sobald ich das gekaut habe,
einen Orden einsetzen. Und ich glaube, das war Produktion, was mir da wichtig war. Wie sieht's denn aus mit den Handels... Ja, wir können eigentlich... können wir machen. Hier sind zwei Handelszentren. Und es wird uns weniger kosten zu bauen. Das dürfte sich auch irgendwie lohnen. Ja. Dann sollen wir noch Force ausbauen. Ist eigentlich auch nicht notwendig. Wir haben hier ein Level 6 vor. Hier unten... mich auch keins. Eigentlich ist es gerade nicht so wichtig. Hier die zwei Punkte waren mir relativ wichtig. Da wäre eigentlich, ja, da macht es irgendwie Sinn. Ansonsten zack, Produktion, Kohle steigern. Hier über die Steuern warten noch einen Tick und können gleich nochmal Klick machen. Ja, für den. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall nicht mehr so pingelig sein. Das macht irre Spaß in dem Spiel. Einzige, was gerade nervt, ist, dass wir eben unseren Regenten zur Verfügung haben. Und Russland ist abartig. Bist du deppert, die sind riesig. Und mich wundert es, dass Castille noch immer Platz 3 der Großmächte ist. Nicht mehr lange, wenn wir mit denen fertig sind, aber trotzdem. So, dala, hier verlieren wir diese Punkte. Ich will nämlich nicht mit Diplo boosten. Der Preis ist ungefähr gleich, also wir sagen 70, 105 und wie viel würde ein Stability Boost kosten? Hier sind wir daheim. Ja, 71, okay. Aber wir brauchen gerade auf jeden Fall Admin-Punkte. Ja, auch in der Technologie hinten. Ansonsten ist wirklich überall gut. Wäre dann eben schön, wenn wir unseren Regenten haben. Das dauert noch 4 Jahre. Dann wird alles besser. Und wir haben hier einen. Wen haben wir verloren? Das ist ein Berater oder. Interessant. Auf jeden Fall ist hier irgendwer gestorben. Ich weiß aber nicht wer. Ein Random Event. Blablablup. Und die Ottomanen scheinen. Nein, sind nicht im Krieg. Haben aber sehr viele Truppenbewegungen hier. Und. Ha. Ja, dann machen wir diesen Klick und verlieren hier 10 Loyalität bei den Kimi-States. Das ist auch in Ordnung. Was wir machen werden, ist auf jeden Fall zwei Diplomaten. Hier abstellen. Die haben aber nichts zu tun. Habt ihr nichts zu tun? Haben wir schon mit jedem die Beziehungen verbessert? Wir belassen es mal dabei. Ja, den einen tun wir weg. Wir schauen, gibt es einen neuen, der irgendwie Bock hat? Nee. Nee. Niemand, der jetzt wirklich interessant ist. Wir können nicht mal im Süden Krieg führen, weil wir keinen Krieg erklären können. Das ist wirklich nervig. Also mir kommt vor, dass in der... Ich weiß, sie verwenden meine Herrscher immer als Generäle, aber ja, sie sind sehr oft gestorben. Also übrigens, wenn man den Herrscher als General verwendet, beziehungsweise einen Erben, dann steigt die Chance, dass der stirbt. Nur wenn er im Feld ist. Wir können hier weiter ausbauen. Bauen hier zwei dazu. Beziehungsweise drei eigentlich. Jo, drei und hier eine Kanone. Hier eine Kanone. Mehr Truppen. Je weiter wir fortschreiten, desto wertvoller werden Kanonen, weil wenn man sich das ansieht hier, die Werte. Fire Face mit Kanonen ist sehr wertvoll. Schock. Meh. Da ist die Kavallerie ziemlich gut. Sodala.
Ja, wir haben weiter konvertiert, können jetzt mal dabei nichts konvertieren. Und warten. Das ist mal eine ruhige Folge. Ist ganz fein, mal ohne den Krieg, wo man nicht da und alles micromanagen muss. Das macht Großbritannien. Die sind ziemlich stark am Weg. Das, die hat hier wirklich viel kolonialisiert. Ja, da Südamerika. Hier ist Großbritannien am Start. Ha. Holland. Es gibt keine Niederlande, aber Holland hat auf jeden Fall hier drüben kolonialisiert. Das ist ganz witzig irgendwie. Wir werden hier die Agreement-Kosten senken. Einfach schauen, dass wir durch diese Ideengruppe durchpressern. So, was ist unsere. Wir müssen jetzt Diplo-Punkte ausgeben. Werden wir auch machen, wir werden hier ein bisschen wickeln. Das würde Sinn machen, 10. Ja, wir hauen hier einfach ein paar Fläche rein. Uah, plus 3, ja genau. Schweinefeuer. Hier können wir auch noch ein bisschen reinbuttern und ich glaube, das passt dabei. Haben wieder Schweine, viele Dukaten werden das Ganze verwenden. Steuern weiter auszubauen. Super. Gut. Sonst. Navy Limit. Ja, wir könnten wieder Schiffe bauen. Wir bauen leichte. Hier mehr Trade. Gut. Ansonsten dabei eben nicht viel zu tun. 5 Prestige weniger. 2 Jahre noch und dann erklären wir Castis sofort den Krieg. Pfeifen. Und bauen hier noch eine Kanone. Einfach nur damit es überall gleich viel ist. Da habe ich ein bisschen einen Tick. Und Milan oder Mailand will uns Knowledge Sharing geben. Das werden wir annehmen. Jupp, kostet 10% unseres Einkommens, soweit ich weiß. Hier wollen wir heiraten. Okay, sehr nice, alles zusammen. Frankreich so. In Kolumbien irgendwo am Start, da. Und in Mittelamerika. Ja, das schaut mit diesem Immersion Pack schon ganz anders aus hier. Da oben in Kanada ist eigentlich wenig los. Hat auch noch keiner irgendwas geholt, wir könnten uns was holen. Ne, lohnt sich für mich nicht. Naja, wir schauen mal weiter. Und gibt es irgendwas, was mit dem Einser? Nein. Mal Moschee wäre ja auch nicht interessant. So. Die Handelsliga hier wurde zerstört. Wir haben random. Ah! Ja, gut. Passt, unsere Navy ist größer als die von Portugal, sehr schön. Das bedeutet, wir kommen hier weiter Claims etc. und können rein theoretisch weiter erobern. Wobei wir, wenn man sich das anschaut, genügend Claims haben, also genügend Anspruch für alles. Wir müssen einfach nur Krieger erklären und brauchen den lieben Herrscher. In 2 Jahren geht's weiter. So, ansonsten würde mich interessieren, hat das Drillen was gebracht? Ja, 19,5%. Und wir haben endlich eine Regierungsreform zur Verfügung. Die letzte übrigens. So, was wollen wir? Wir wollen auf jeden Fall keine Republik sein. Hm.
Ja, wir sind im Zeitalter des Absolutismus. So, deswegen, so, wo sehen wir unseren Absolutismus? Ja, ein bisschen lächerlich. Wir werden, glaube ich, diese legislativen Häuser nehmen für die administrative Politik. Das passt so. Ist zwar noch nicht so weit, allerdings wird es uns in Zukunft was bringen. Es wird ja doch noch ein bisschen dauern, einfach weil wir immer die Waffenstillstände abwarten, die wir mit Castille haben. Ja. Ich glaube, entweder machen wir zuerst jetzt Aragorn platt oder ich glaube Castille, weil vielleicht bricht ja Aragorn von Castille dann frei. Die haben ja eigentlich 15% Reizbestreben. Okay, das ist nicht so der Wahnsinn. Für uns, na gut. So, wir könnten hier Admin-Klick machen, wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich die Technologie. Timbuktu will Zugang haben, dürfen zurückhaben, ja. Als Entschuldigung dafür, dass wir sie ein bisschen verkleinert haben. Okay, Castille führt Krieg gegen Marokko. Dann, wir könnten hier diese Technologie nehmen, warten aber noch ein bisschen ab. Ja, wir können uns eigentlich die Dukaten leisten. Hier sind wir wieder gute Dinge. Okay, und hier ist auch unser Regent wieder da. Das bedeutet, wir machen jetzt hier einen Punkt und werden in der nächsten Folge weiter an unserer Eroberung hier arbeiten. Ja, sehr gut. Okay, auf jeden Fall danke vielmals fürs Zuschauen. Mich hat es sehr gefreut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, euer Apex Bull.